und herzlich willkommen zur 116. Folge unseres Let's Play Stationeers. So, was hatte ich jetzt eben ausgerechnet? Wie viele Wände brauchen wir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 Wände. Jetzt gucke ich aber erstmal, ob wir vielleicht noch ein paar haben. So, zwei Stück, also noch 21. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sehr gut. So, jetzt müssten ja hier mittlerweile unsere... okay, Gold. Gold ist voll. Stahlplatten. 24. Und die zwei... Gerüste. Silber. Okay. Das kann da erstmal rein. Dann nehmen wir das. Sag mal, ich bin doch nicht bekloppt. Wie kommen die da rein?
Jetzt können wir die aufbauen. So, das heißt 4, 6, 8, 10. 10 mal Stahlplatten nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eisen haben wir genug. Und da sind die Stahlwände, die Wände. Einmal, zweimal. Hä, das war falsch. Dreimal, viermal. Und jetzt brauche ich einen Winkelschleifer, um die wieder wegzukriegen. Zack. So, die haben wir alle gesetzt. Das heißt jetzt im Endeffekt, wir müssen ein bisschen bohren.
Ui. Jetzt geht uns der ganze Druck weg. Ja, besser jetzt als... Bis jetzt ist es noch keine saubere Luft, sondern nur Marsatmosphäre. Da ist es noch nicht schlimm. Dann mache ich jetzt mal hier die Tür zu. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier jetzt das zukriegen. Und zwar brauchen wir dafür ein paar Kunststoffplatten. Mal gucken, wie viele wir davon noch haben. Sind hier immer zwei Stück. Na, immerhin 21 Stück. Das, was wir haben, brauchen wir nicht herstellen. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 mal 2 sind 26, 25 Kunststoffplatten. Also
26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eisen. Stahlplatten. Ich brauche noch einen Rahmen und so, noch einen Rahmen und zwei Stahlplatten. Einmal. Und die zwei. Okay. Das ist auch so blöd. Wenn ich hier mit dem Bohrer rangehe, weißt du, auf der Erde geht's weg, aber hier kriegst du es nicht weg.
da habe ich Erde und die will ich wegmachen. Da habe ich keine Wand, auf die ich da zeige. So. Das schmeiße ich da mal kurz rein. Eisen. Zack, weg damit. Das nehme ich mal und schmeiße es hierher. So, dann nehme ich alles weg. Nee, da ist ja was. Okay. Erstmal hier rein. Das ist zu. Hier an der Seite könnte ich runtergehen. Und könnte hier, muss ich mir mal eine Etage höher angucken. Hier kann es auf jeden Fall wieder auf. Was? Wie 110 Grad? Oder 103. Hä? Wieso habe ich hier jetzt eine Temperatur von 156 Grad drin? Das fällt mir jetzt erst auf. Gibt es dafür jetzt eine logische Erklärung? 21,7.
Also, wir brauchen reichlich. Wie viel Strom haben wir denn jetzt hier? Es ist noch Vormittag. 50%. Über 50%. Naja, es sieht doch schon mal besser aus. Aber wenn wir jetzt anfangen, hier zu kühlen, dann hat sich das wahrscheinlich schon wieder erledigt. So, ich brauche auf jeden Fall Rohre dafür. Kühler und einen Heizer. Und ein IC-Gehäuse. Das ist eine Konsole. Ne, ich brauche einen Sensor. So, ein Heizer und ein Kühler. Und ein IC-Halter. Dann brauchen wir ein Trafo und eine Ersatzstromversorgung. Und die Rohre müssen wir schwarz machen. So, dann gehe ich mal raus und gucke mal, wo wir die Rohre anschließen können. Trafo-Ersatzstromversorgung. Gehe ich hier drunter durch, also direkt im Bogen, dass ich unter dem Kabel noch durchkomme, und dann gehe ich da hinten ran. Und dann gucken wir mal, vielleicht funktioniert das ja, dass wir da noch mal ein paar Wärmetauscher draufsetzen. Also, was heißt Wärmetauscher? Wärmetauscher sind das ja nicht, das sind Radiatoren, also hier diese Kühler. So, was hast du für ein Problem? Wieso bist du ausgeschaltet? Deine Batterie ist fast voll.
Ja, war ja klar. Okay, also was hatte ich gesagt? Schwarzes Rohr brauche ich. Heißt, das Rohr, was ich da habe, wird jetzt komplett einmal schwarz eingefärbt. Deswegen sieht die Luft auch so komisch aus. Wo will ich denn hin? Kleiner Transformator. Ersatzstromversorgung. Und eine Batterie. Da muss Stahl rein. So. Eisen. Und die Ersatzstromversorgung. Gut. Aber jetzt müssen wir eine Etage höher nochmal. Gucken, ob wir Schwarz noch haben. Wenn nicht, müssen wir das noch herstellen. Wir haben noch Schwarz. So, die sind lackiert. Das nehmen wir wieder. Gut.
Nee, können wir so machen. Das war falsch rum. So rum. So, 4800 einstellen. Dann brauche ich den hier. So, das haben wir auch. Das schmeißen wir mal kurz an die Seite. Dann brauchen wir das. Und brauchen das. So. Die Rohre. Jetzt brauche ich den IC dafür und brauche noch mal ein paar von den dicken Kabeln hier. Die brauche ich und den IC brauche ich. Das kommt da rein. Dann kommt das in der Hand. Wandkühler, Flur, oben. Wandheizer, Flur, oben. Kann ich ja viel einfacher machen. So, und damit lädt die zumindest schon mal. Jetzt das.
So. Und wir brauchen den. Ich glaube, den hatte ich schon ziemlich am Anfang. Temperaturkontroller. Überschreiben. So, die Standard ideale Temperatur ist 21 Grad, ja, Limit 2. Das heißt zwischen 19,5 und 23,5. Ist in Ordnung. Aber ich nehme 21,0. Bestätigen. Exportieren. Den nehmen wir raus, setzen ihn da rein, schalten einmal ein. Ach, Temperatursensor brauchen wir hier auch noch. Okay. Ich glaube, die Sonne geht jetzt gerade auf und wir haben immer noch ganz gut Reststrom. Das würde im Endeffekt heißen, wenn sich das jetzt hochschaukelt, dass wir wirklich ganz voll werden, dass wir hier nochmal Batterien hinsetzen müssen. Fände ich gut. Okay, was hatte ich gesagt? Was brauchen wir? Temperatursensor. Und dann muss ich mich mal um meine Dinge kümmern hier. Um meinen Abgastank. Temperatursensor, den bauen wir. Oder einen Sensor generell. Wieso hat er den eben nicht gefunden, wenn ich SEN eintippe? So, dann stellen wir jetzt einfach mal zwei davon her, damit wir das rausbuxiert kriegen da hinten. Eisen bauen. Da ist er. Den brauchen wir. Boah, ja, durch die hohe Temperatur. Und die steigt und steigt immer weiter. Aber warum?
So, und jetzt brauchen wir den nochmal. Gassensor. Flur oben. Einen Schraubendreher brauche ich jetzt. Ganz Gassensor Flur oben. Hier haben wir Cool. Wandkühler Flur oben und Heat. Wandheizer Flur oben. Der blinkt logischerweise, weil da ist noch kein Druck da. Da gehen wir jetzt raus. Hier haben wir 19 Grad. Warum haben wir da drin so eine Hitze? Oh, sag mal. So, und dann werde ich hier nochmal einen ganzen Schwung Kühler drauf packen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mindestens 21 Stück. Und hier auch nochmal 2, sind 23. Vermute mal, der findet da nichts mehr.
Ja, wenn er nichts mehr finden würde, hätte er nicht so viel dabei. Gut. Grad. Naja, schauen wir mal. Siebenundzwanzig Kilopascal, noch sechs. Eins. Gut. Sauerstoff. Sehr schön. Passt wieder alles. Das ist alles in Ordnung soweit. Wie sieht denn das hier mit dem Stickstoff aus? 7,99. Okay. Siebenunddreißig Prozent, 36%. Okay. Ist nicht weiter tragisch. Ab hinaus.
180 Grad. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Kühler mehr. Hier könnten wir auch noch eine Kühlung hinbauen. Strom ist nicht allzu weit weg, den haben wir hier sogar. Also das würde gehen. Das mache ich auch. Das ist mir zu heikel hier mit 180 Grad hier drin. Draußen haben wir minus 74. Kann ich da ran? Nee, so dicht kann ich nicht ran. Dann muss ich das so machen. Da kommen wir auch. Dazu brauche ich jetzt den Schlüssel hier. Zack. So, dann gehen wir nämlich nach hier ab. So.
So. Schmilzt Eisen. Ja. Hundertzweiundachtzig Grad. Die Temperatur steigt immer mehr. Wandkühler, Wandheizer. Kühler. Wandheizer. Ein IC. Sägehäuser. Und dann diesmal nicht vergessen den Sensor. Und wir brauchen auch noch eine Batterie, Ersatzstromversorgung. Transformator. Und dafür brauchen wir Eisen. Wow, wir brauchen tatsächlich mal Eisen. Die Ersatzstromversorgung, dann brauchen wir die Batterie. Inconel und Astroloy. Astroloy ist ja noch ein bisschen.
So, Gold ist voll. Dahin. Eisen hatte ich rausgenommen. Ja. Ups. Der Sensor. Okay. Dann einmal hoch. So, das haben wir dran. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich habe heute schon mehr Folgen gemacht, als ich das sonst üblich mache, nämlich 6 Stück. Ja, auch am Ende dieser Aufnahmesession. Und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Folgen hinkriegen, hier die Temperatur zu senken, weil das ist ein echtes Problem jetzt, ne? In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss!